Moin Leute, ich bin mal wieder in Hamburg unterwegs und ich war ja in der Vergangenheit häufiger mal bei Penske beispielsweise, der Luxusautohändler, wo ich den Wagen hier habe. Bei Continental Cars bei Hamid, den kennt ihr sicherlich vom Crip, da war ich auch schon mal, habe da ein Video gemacht. Und jetzt habe ich von einer Luxuswagen-Garage erfahren, wo auch ein Autohändler sitzt. Und da werde ich jetzt heute mal hinfahren und uns diese geheime Garage einmal angucken. Also der Autohändler heißt SCS und ich habe letzte Woche mit Manuel telefoniert, dem Chef dort. Und der meinte einfach zu mir, okay, kannst du mal vorbeikommen, können wir ein bisschen schnacken. Vielleicht ergibt sich was auch für die Zukunft, dass man mal ein bisschen mehr miteinander macht. Und ja, wir fahren da jetzt einmal hin, schlagen uns hier durch den Verkehr in Hamburg, wobei gerade geht es ausnahmsweise mal. Nicht irgendwie neue Baustellen, die irgendwo aufpoppen und komplett die Innenstadt lahmlegen. Das klappt diese Woche mal anscheinend. Und dann schauen wir uns da mal um und gucken uns an, was er dort für Autos hat. Ich weiß absolut nicht, was mich erwartet. Ich wusste bis vor irgendwie ein paar Wochen noch gar nicht von dieser Garage Bescheid. Und von daher ist das ein absolutes Überraschungsei quasi gerade für mich, was ich da einmal erkunden kann. Und sowas liebe ich doch am meisten. A few moments later. Leute, ich hatte gerade die 20.000 Kilometer auf der Uhr und ich habe es fast gar nicht mitbekommen. Ich habe noch die letzten 100 Meter 20.000 Kilometer gesehen. What? Jetzt bin ich bei 20.001 Kilometer. Toll, jetzt kann ich das gar nicht so richtig zelebrieren. Also nochmal so im Nachhinein. Woo! Party, Party! Haben jetzt Gebühren gefeiert. Das bedeutet ungefähr, dass ich jetzt glaube ich 700 Kilometer mit dem neuen Motor gefahren bin. Also noch mal ganz kurz nachgeguckt, mit 19.170 Kilometer habe ich ihn wiederbekommen. Die sind ein bisschen Probe gefahren. Das heißt, in etwa 150 Kilometer kann ich auch wieder die vollen 8.500 Umdrehungen ausnutzen. Da freue ich mich schon drauf. Endlich wieder den vollen Sound, die volle Beschleunigung. Alles auf vollste. Jetzt geht's aber los. So Leute, jetzt sind wir hier in der Garage und ich glaube, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Ich stand jetzt schon eine ganze Weile unten mit Manuel, dem Chef von Supercar Specialist hier in Hamburg. Und ja, wir haben hier eine sehr gute Mischung aus Porsche, Ferrari, ein Lamborghini steht hier, ein Aston Martin steht hier, zwei Mercedes und eben die Kiste hier hinter mir. Und die sieht total unscheinbar aus, ist aber in Wirklichkeit ein absolutes Monster. Hier steht Jeep, also ein Jeep. Hier steht Grand Cherokee, Supercharged, das heißt, wir haben einen Kompressor hier drin. Aber dieser Motor macht eben genau das Besondere. Das ist nämlich kein normaler Grand Cherokee, das ist ein Trackhawk. Und von den Autos gibt es etwa 120, 130 in Deutschland, die genaue Zahl ist nicht bekannt. Der ist gerade angekommen, ist ein Neuwagen mit 12 Kilometer, der steht auch zum Verkauf und dieser Wagen hat 720 PS. Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist mehr als im Lamborghini Urus und ich glaube so ziemlich mehr als in jedem anderen SUV, das man momentan bekommen kann. Natürlich mit Allrad nach vorne bewegt, natürlich wiegt der auch ein bisschen, aber das ist der Motor aus der Hellcat, der da drin ist und der treibt das Ding, glaube ich, ganz schön nach vorne und dabei finde ich, ist der auch wahnsinnig unauffällig. Also wenn man sich mal den so anguckt, klar, hier hinten hat man zwei Abgasrohre und es ist alles super schwarz gehalten, was ich mega geil finde. Hier vorne auf der Motorhaube hat man nochmal extra Öffnungen und vorne ist der auch sehr dunkel. Der Wagen fällt wirklich fast kaum auf, ist aber mit eins der absolut schnellsten SUVs, die ihr momentan bekommen könnt. Also vielleicht ist er auf dem Track nicht ganz so geil wie der Lamborghini Urus, aber von der Power würde der, glaube ich, dem Lamborghini Urus in nichts nachstehen oder in der Beschleunigung. Ich weiß es nicht genau und der Lamborghini Urus sieht natürlich einfach, wenn man was sehr Extravagantes haben will, einfach nochmal sehr viel auffälliger aus als der Grand Cherokee Trackhawk. Hier steht es an jeder Ampel und bist weg. Gut, aber wir wollen ja natürlich nicht nur über SUVs reden. Gucken wir uns nochmal die anderen Autos an, die hier so stehen. Und hier haben wir einen alten Bekannten. Und zwar ein GT3 Touring. Hinten kein Spoiler. Und den fandet ihr in meinem Video, wo ich den GT3 und den GT3 Touring teste, tatsächlich besser als den GT3 mit Spoiler. Also eine überwiegende Zahl hat gesagt, dass sie den GT3 Touring geiler finden. Der Wagen bringt halt Spaß. Wenn wir nochmal ein bisschen weiter drehen, sehen wir hier ein GT3 RS. Die haben eigentlich fast dieselbe Frontschürze.
Das ist aber noch ein 991.1. Entsprechend hat der halt 500 PS. Äußerlich unterscheidet den jetzt aber nicht so übertrieben viel zu dem neuen GT3 RS, also dem 991.2. Anders als bei dem Wagen dort hinten. Das ist der 997 GT3 RS, also quasi so ein Modell vor dem hier. Das ist wirklich eine ganze Version quasi dahinter. Man merkt es ein bisschen an der Front. Die ist wesentlich tiefer. Man sieht es so ein bisschen von der Seite. Die Frontschürze beim neuen GT3 ist wesentlich höher. Und beim alten GT3 hat der Sauger hier noch die Ansaugung, also unterm Spoiler. Beim neueren, also bei dem 991.1 und 991.2, ist die Ansaugung hier an der Seite, wo beim GT2 RS die Ladeluftkühler sitzen. Und der GT2 RS hat halt hinten wieder unterm Spoiler die Ansaugung für den Motor. Und auch noch ein Unterschied ist natürlich, dass der alte GT3 RS noch als Handschalter draußen war. Also der hat Handschalter, den gibt es nur als PDK. Den gibt es als Handschalter im neuen FR, aber dann halt ohne Spoiler. Der steht auch hier, ist zum Verkauf. Und jetzt gehen wir noch mal ganz kurz auf die andere Seite, weil hier steht noch ein 911er. Und zwar, so auf den ersten Moment könnte man fast denken, das ist ein 911R. Aber so ein paar Sachen sagen einem dann doch, okay, das ist ein 911T. Handschaltung mit Schlaufen als Türöffner, aber auch den kleinen Motor. Und halt sehr auf leichtbar gemacht. Der hat auch keine Rücksitze. Hier seht ihr das 911 Carrera T. Und dann hat er hier auch noch so einen kleinen Spoiler. So Leute, wir wollen aber natürlich nicht nur über Porsche hier reden in der versteckten Garage, sondern auch mal ganz kurz über den Lamborghini Aventador Roadster, der hier hinter mir steht. Was für ein herrliches Stück, oder? Ganz geil. Der ist außen grau, innen drin aber schön orange, was natürlich auch eine meiner Lieblingsfarben ist. Die Nähte sind fast wie bei meinem. Ich habe ja auch orangene Nähte. Ist das nicht ein geiles Teil? Auch die Farbe, sagt mal, gefällt euch das so matt grau? Und wenn wir schon von Lamborghini sprechen, dann lassen wir mal ganz kurz über Ferrari reden. Hier sind zwei 430 Scuderias, also quasi der Vorgänger vom Speziale. Einmal hier, der ist gerade frisch reingekommen. Und dann haben wir da hinten noch mit den Streifen den dort. Und ein dritter Scuderia, der ist gerade nicht hier. Also hier stehen drei Scuderias. Ganz witzig, bei Continental Cars waren es noch drei Speziale, quasi dem Nachfolger von denen hier. Hier sind jetzt drei Scuderias oder zwei stehen hier zumindest. Und ein 458 Spider ist natürlich auch noch hier. Bin ich leider immer noch nicht gefahren, würde aber sehr gerne mal, weil das halt einfach noch der Saugermotor ist. Den 488 bin ich schon gefahren. Ich finde auch ein bisschen besser sieht er aus als der 488. Ich meine, die Änderungen sind ja wirklich minimal. Also wenn man sich den Wagen anguckt im Vergleich zu dem, dann sind das ja schon starke Änderungen. Wenn wir jetzt einen 488 hier noch hätten, der würde fast so aussehen wie der. Nur halt, mein auffälligstes Merkmal ist immer die Öffnung an der Seite, wo dann die Ladeluftkühler sitzen. Also es wäre dann hier. So, und dann sind es noch drei Autos, die ich euch zeigen möchte. Einmal diesen Mercedes SLS. Das ist ein Cabrio. Und da gibt es beim SLS wirklich was total Besonderes. Denn hier haben wir ein Coupé, also den geschlossenen. Und die Coupés gehen beim SLS tatsächlich besser weg als die Cabrios. Warum ist es so? Das Coupé hat Flügeltüren. Ihr seht das hier, die Verankerung ist wirklich im Dach hier oben drin. Also hier. Und die Türen gehen so nach oben weg. Im Cabrio, aufgrund dessen, dass natürlich das Dach sich hinten verstaut, hat man keine Flügeltüren, sondern ganz normale Türen. Und die Leute, würde ich persönlich auch so denken, finden einfach die Flügeltüren so besonders, dass sie sagen, okay, ist uns egal, ob das ein Cabrio ist oder nicht. Wir wollen das Coupé haben. Also ich glaube, Manuel meinte gerade, dass der etwa für 10.000 Euro mehr weggehen würde als das Cabrio. Ja. Wobei es natürlich, ich finde es immer wieder eindrucksvoll, wie lang diese Schnauze ist. Und ihr seht es hier ganz schön. Guckt mal, wo der Motor anfängt. Hier ist die Achse und der Motor fängt da an und geht quasi in die Fahrerkabine rein. Weil es ist halt einfach, es ist kein Frontmotor, sondern Mercedes sagt dazu ganz gerne Frontmittelmotor. Ja, und dann bleibt noch einer übrig und der ist eigentlich auch total besonders. Weil das ist dieses Schätzchen hier, das ist der 675 LT. Also die Longtail-Version vom 650S, also 25 PS mehr als der S. Stückzahl limitiert, von dem gibt es jetzt nur 500 Stück, also vom Spider, vom Coupé gibt es auch nochmal 500 Stück. Und was mir Manuel auch gerade erzählt hat, dass sich der Turbo schon wesentlich entspannter hier anfühlt. Also beim 650S meinte ich ja schon mal in Videos, dass das sehr, sehr plötzlich kommt. Beim 675 LT haben sie es schon entspannter gemacht, aber der Druck hinter dieser Kiste muss einfach wahnsinnig sein. Da war er auch selber sehr überrascht und ich finde es auch ein wunderschönes Auto. Also
Man sieht das vorne, was da nochmal aerodynamisch gemacht wurde, hinten an der Seite. Aber ja, das ist halt so, der Wagen steht auch schon eine Weile hier, weil ja, viele sich da, glaube ich, ein bisschen überschätzt haben, was die Wertentwicklung hier angeht. Das heißt, am Anfang haben sie alle gesagt, ah, 500 Stück von dem, die verkaufen sich auch locker und die Preise werden steigen. Ist leider nicht so. Und auch beim neuen 600 LT, der ist nicht stückzahllimitiert, aber trotzdem, es ist ein unfassbar schönes Auto und es ist ein schnelles Auto. Wer ein super Auto haben will, sollte sich den unbedingt mal angucken. Und wer weiß, vielleicht gehen da die Preise auch irgendwann mal wieder hoch. So Leute, jetzt habe ich euch die Autos einmal im Schnelldurchlauf vorgestellt. Schreibt mal in die Kommentare, was euer Favorit ist und vielleicht können wir den dann nochmal ein bisschen genauer hier vorstellen, falls ich es noch nicht getan habe. Und ja, also wie gesagt, ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen mit der geheimen Garage hier in Hamburg. Und ja, mal gucken, vielleicht entstehe noch ein bisschen mehr, vielleicht können wir ja häufiger noch mal filmen. Das wird sich dann zeigen in Zukunft. Also ich glaube, das wäre ganz cool. Also ihr wollt auch mal ein bisschen Supercar haben. Und es entsteht ja noch ein Tuning-Projekt mit dem Polo, da kommt demnächst auch was. Und hier hätten wir dann so ein bisschen den Supercar-Einfluss und dann natürlich eure Community-Cars, wo ich glaube ich jetzt langsam einen Namen für habe. Der kommt dann in der nächsten Ausgabe, wird der dann präsentiert. Also Leute, lasst mal in den Kommentaren da, wie euch das Video gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.